Die erste Ministerin ist raus aus der aktuellen Bundesregierung. Anne Spiegel hatte zwar am Sonntag noch versucht, ihren Job als Familienministerin mit einem Statement zu retten. Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Während des Urlaubs war sie noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Als die Menschen da letztes Jahr mit den Folgen der Flut gekämpft haben, ist Spiegel weggefahren. Für 4 Wochen. Unter anderem darum musste sie jetzt zurücktreten. Und selbst die Bild sagt, bei Spiegel gibt es private Dinge, die offenbar vorgefallen sind, die wirklich tragisch sind. Ja, wie absurd der Rücktritt von Anne Spiegel abgelaufen ist und wer sich rund um diesen Fall jetzt lächerlich macht. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Tragisch. Regieren, das, was über Studieren geht. Nur 4 Monate hat's gedauert bis zum ersten Rücktritt in der Ampelregierung. Die grüne Familienministerin Anne Spiegel muss gehen, weil sie als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz Mist gebaut hat. Zuständige grüne Ministerin Anne Spiegel, 4 Wochen Urlaub trotz der Jahrhundertflut. Das kommt natürlich schlecht an. Darum gab es ein Statement von Spiegel, da hat sie Fehler zugegeben und auch eine Lüge. Denn zuvor hatte sie behauptet, im Urlaub virtuell bei wichtigen Sitzungen dabei gewesen zu sein. Doch ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen, aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war. Und alle so? Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Spiegels Statement war wild. Es ging um Politik, aber auch um ihren erkrankten Mann, ihre Kinder, alles sehr private Sachen. Und dann am Ende auch noch das. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Weiß sie, dass sie live ist? Sogar ihr eigener Sprecher war am Tag danach noch sprachlos. Warum meinte Frau Spiegel, den Auftritt abbinden zu müssen? Ich habe Frau Spiegel... Mein Gott, was für eine dramatische Pause. Wie bei Anne Spiegel in ihrem Statement. Da fragt man sich, reden die im Familienministerium etwa alle so? Hallo, dringende Nachricht fürs Bundesfamilienministerium. Hallo. Ja, hallo, das muss sofort in den 6. Und Stock. Und herzlich willkommen im Bundesfamilienministerium. Jetzt nehme ich das. Wie kann ich Ihnen... Verarschst du mich? Dein Ernst oder was? ...helfen? Das hier muss zur Ministerin, aber schnell, das ist unfassbar wichtig. Jörg, willst du auch noch einen Kaffee? Nein! Das ist alles hart und auf der anderen Seite auch unsouverän. Und darum gab es Kritik für Spiegel. Ihr Krisenmanagement während der Flutkatastrophe war schlecht. Ihre Kommunikation danach war schlecht. Ihr Krisenmanagement jetzt ist schlecht und es kommt einfach zu viel stückchenweise heraus. Von den meisten wurde Spiegels Statement zerrissen. Manche fanden es aber auch gut, so wie die Journalistin Katrin Wilkens. Uns hat sie erklärt, warum. Sie hat einfach das erzählt, was sie gefühlt hat. Und das war herzerfrischend scheiße. Und ich glaube, mich hat das berührt, dass sie einfach nicht so ein designter Avatar war, sondern so erzählt hat, wie sie das in dem Moment empfunden hat. Spiegel hat das alles aber nichts gebracht. Dabei hatte die Spitze der Grünen noch lange zu ihr gehalten. Gerade auch im Vergleich mit anderen Fällen. In NRW war die Umweltministerin Ursula Hein-Esser von der CDU auch während der Flut weg. Sie hatte damals ihren Mallorca-Urlaub kurz unterbrochen, war dann aber zurückgereist. Heute wurde zudem bekannt, dass sie auf Mallorca mit weiteren Kabinettsmitgliedern eine Party gefeiert hatte. Aha, war Malle wohl doch 2-mal im Jahr. Hä? Die musste zurücktreten. Doch bei den Grünen... Nachdem NRW-Ministerin Ursula Hein-Esser, CDU, wegen eines Urlaubs nach der Flutkatastrophe zurücktrat, beriet sich die Grünen-Spitze in Rheinland-Pfalz, was das für Anne Spiegel bedeutet. Ergebnis? Nichts. Ja, das hat aber nicht lange gehalten. Ergebnis? Rücktritt. Und viele fragen sich, wäre das auch passiert, wenn Spiegel ein Mann wäre? Hexenjagd auf Anne Spiegel. Eine solch maßlose Hetzkampagne, so gut wie aller Medien, hat es kaum bei männlichen Politikern gegeben. Das ist schlichtweg purer Frauenhass.
Auch dazu haben wir Katrin Wilkens befragt. Ich glaube, das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Es hat auch nichts mit Partei zu tun. Das hat man ja übrigens auch an dem Mann Laschet gesehen. Einmal blöde gelacht und im Grunde hat ihn das die Wahl gekostet. Ja, aber trotzdem, wenn man bei Twitter reingeschaut hat, da kam oft, Spiegel ist zurückgetreten und er hat das nie gemacht. Andi Scheuer, hier links im Bild. Halt, nein, rechts. Oder doch links? Irgendwo hier im Bild. Sucht's euch aus. Denn der hat als Minister hunderte Millionen Euro verbraten, ohne Rücktritt. Was ist da der Unterschied? Das haben wir die Kolleginnen und Kollegen vom Funkformat Die da oben gefragt. Die Umstände sind schwer vergleichbar. Allerdings kann man sagen, der Umgang von Andreas Scheuer mit Fehlern ist ein ganz anderer. Scheuer hat Kritik oft ausgesessen, Fehler nicht öffentlich zugegeben und seine Linie durchgezogen, ohne sich beirren zu lassen. Das kann man halten, wie man will. In diesem Fall ist er damit erfolgreicher gewesen. Jeder in der Politikbubble hat eine Meinung zum Rücktritt von Anne Spiegel. Und natürlich auch er hier. Bei uns im Studio hier Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Der Haute Couture aus Verratu sagt, es gibt da auch offenbar auch in der Familie von Anne Spiegel wirklich auch Dinge, die offenbar vorgefallen sind, die wirklich tragisch sind und die auch wirklich, glaube ich, die man entsprechend auch kommentieren muss und die man als etwas darstellen muss, was tragisch ist, weil menschliches Leid immer sehr tragisch ist. Und wenn es da Krankheitsfälle gibt, dann ist das wirklich tragisch. Das war jetzt viermal tragisch in zwei Sätzen. Aber hey, er findet also irgendwie alles tragisch. Tragisch. Bei der Häme für Spiegel ganz vorn mit dabei ist ein gewisser Herr Petschner-Multari. Den kennt ihr vermutlich besser unter seinem Vornamen. Servus und herzlich willkommen zur CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag. Ich bin der Armin. Ah, hi, ich bin der Philipp. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Seit einiger Zeit wird Armin vom Springer Verlag immer wieder nach seiner Meinung gefragt. Beim Thema Anne Spiegel klingt das dann so. Das war mit Abstand das Schrägste, das Skurrilste und auch das Armseligste, was ich in vielen Jahren jetzt gesehen habe. Und er weiß immerhin, was bei CSU hinter den Kulissen abgegangen ist. Eine Ministerin hat Fehler gemacht und zieht daraus Konsequenzen. Für die Journalistin Katrin Wilkens ist das größte Problem die vielen Zaungäste. Müssen wir denn tatsächlich da noch kübelweise Empörung und Wut und Häme drüber auskippen, so als hätten wir alle selber noch nie einen solchen Bock geschossen? Glaube ich nicht. Ja, was meint ihr? War das alles unglaublich peinlich oder meint ihr eher? Nein, was ist denn hier noch drin im Osternest? Ein Abo-Button. Schnell draufdrücken. Hier ein weiteres Video von uns und hier von Die da oben, warum Baerbock und Habeck jetzt plötzlich ihre Politik ändern. Schokolade.